Keine gute Tat bleibt ungestraft. Es ist ein Satz, den Sie wahrscheinlich schon gehört haben, vielleicht sogar belächelt haben. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass es nicht nur ein zynischer Witz ist, sondern eine Warnung? Eine Warnung, die, wenn man sie beachtet, einen vor einer Menge Ärger bewahren kann. Willkommen im verkehrten Universum der Freundlichkeit, wo Ihre besten Absichten zu Ihren schlimmsten Feinden werden können. Heute reißen wir das Pflaster ab und legen die nackte Wahrheit über das zu viel an Nettigkeit frei. Seit Ihrer Kindheit wurde Ihnen beigebracht, dass Freundlichkeit eine Tugend ist. Aber hier kommt der Haken. Wie jede Tugend, die ins Extreme getrieben wird, kann sie sich in ein Laster verwandeln. Ein stilles, heimtückisches Laster, das Ihr Leben Stück für Stück zerfrisst, Lächeln für gezwungenes Lächeln. Wir begeben uns auf eine Reise durch 10 aufschlussreiche Konsequenzen übermäßiger Freundlichkeit. Das sind nicht nur kleine Unannehmlichkeiten. Wir sprechen von lebensverändernden, glückszerschmetternden Ergebnissen, über die niemand Sie warnt. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die nettesten Menschen oft die gestresstesten sind? Oder warum diejenigen, die immer andere an die erste Stelle setzen, häufig als Letzte enden? Das sind keine Zufälle. Es sind Symptome eines größeren Problems, das wir jetzt sezierend untersuchen werden. Es geht nicht darum, Sie zu einem egoistischen Menschen zu machen, ganz im Gegenteil. Es geht darum, Sie mit Wissen zu bewaffnen. Wissen, das Ihnen helfen kann, die gefährlichen Gewässer sozialer Interaktionen zu navigieren, ohne in Ihrer eigenen Gutmütigkeit zu ertrinken. Am Ende dieses Videos werden Sie eine neue Perspektive auf Freundlichkeit haben. Sie werden verstehen, warum es manchmal das Freundlichste ist, Nein zu sagen, sowohl für andere als auch für sich selbst. Sind Sie bereit, alles zu hinterfragen, was Sie über Nettigkeit zu wissen glaubten? Machen Sie sich bereit. Das wird nicht bequem, aber es wird erhellend. Fangen wir mit einer einfachen Wahrheit an. Übermäßige Freundlichkeit kann Sie anfällig für Ausbeutung machen. Es ist kein angenehmer Gedanke, aber es ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Wenn Sie immer bereit sind zu helfen, immer andere an die erste Stelle setzen, senden Sie möglicherweise unbewusst die Nachricht, dass Ihre Zeit und Ihre Bemühungen zur freien Verfügung stehen. Das kann Menschen anziehen, die nur allzu gerne ihre Gutmütigkeit ausnutzen. Überlegen Sie mal. Haben Sie Bekannte, die sich nur melden, wenn Sie etwas brauchen? Oder Kollegen, die regelmäßig ihre Arbeit an Sie abgeben, weil sie wissen, dass Sie nicht ablehnen werden? Das sind keine Beispiele für echte Beziehungen oder Teamarbeit. Es sind Fälle von Menschen, die ihre Freundlichkeit ausnutzen. Je mehr Sie dieses Verhalten zulassen, desto häufiger wird es auftreten. Es ist wie das Füttern von Wildtieren. Wenn man unangemessene Forderungen immer wieder erfüllt, wird man bald von Erwartungen überwältigt, die man nie akzeptiert hat. Aber warum passiert das? Es ist nicht kompliziert. Wenn Menschen merken, dass es keine Konsequenzen für Grenzüberschreitungen gibt, machen sie oft weiter. Ihre Freundlichkeit, anfangs geschätzt, wird zur Erwartung. Das eigentliche Problem entsteht, wenn diejenigen, die ihre Freundlichkeit ausnutzen, aufhören, sie als Individuum mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen zu sehen. Sie werden zu einer Ressource, die nach Belieben genutzt wird, ohne Rücksicht auf ihr Wohlbefinden. Bedeutet das, dass sie aufhören sollten, freundlich zu sein? Absolut nicht. Freundlichkeit ist wertvoll, aber sie muss im Gleichgewicht mit Selbstachtung stehen. Der Schlüssel liegt darin, Grenzen zu setzen und sich damit wohlzufühlen, wenn es notwendig ist, Nein zu sagen. Beim nächsten Mal, wenn Sie vor einer Bitte stehen, fragen Sie sich, ist das fair für mich? Wenn nicht, ist es vielleicht an der Zeit, höflich abzulehnen. Denken Sie daran, dass es nicht egoistisch ist, sich um sich selbst zu kümmern. Es ist notwendig. Indem Sie gesunde Grenzen setzen, schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern lehren auch andere, Sie mit Respekt zu behandeln. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend für die Aufrechterhaltung echter, gegenseitig vorteilhafter Beziehungen. Während wir tiefer in die Konsequenzen übermäßiger Freundlichkeit eintauchen, betrachten wir eine persönlichere Auswirkung, den schrittweisen Verlust ihrer eigenen Identität. Wenn Sie ständig darauf bedacht sind, anderen zu gefallen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, verlieren Sie leicht den Blick darauf, wer Sie sind und was Sie wollen. Es geht nicht darum, egoistisch zu sein. Es geht darum, ein gesundes Selbstbewusstsein zu bewahren. Erinnern Sie sich an Ihre Jugendtage. Was waren Ihre Leidenschaften, Ihre Träume, Ihre Meinungen? Fragen Sie sich jetzt, wie viele davon haben Sie beiseite gelegt, um anderen gerecht zu werden?
Es ist ein gängiges Szenario. Man beginnt mit kleinen Kompromissen. Vielleicht sehen Sie einen Film, den Sie nicht mögen, weil jemand anderes ihn sehen möchte. Oder Sie stimmen Plänen zu, die Sie nicht begeistern, um einen Freund nicht zu enttäuschen. Diese mögen unbedeutend erscheinen, aber im Laufe der Zeit summieren sie sich. Bevor Sie es merken, leben Sie möglicherweise ein Leben, das Ihre wahren Wünsche oder Werte nicht widerspiegelt. Ihre eigene Stimme wird leiser, während Sie die Stimmen anderer priorisieren. Sie könnten sogar an einen Punkt gelangen, an dem es Ihnen schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, ohne zuerst darüber nachzudenken, wie Sie alle anderen beeinflussen werden. Dieser Verlust des Selbst kann zu einem Gefühl der Leere oder Unzufriedenheit führen. Sie könnten das Gefühl haben, das Leben nur noch abzuarbeiten, ohne es wirklich zu leben. Es ist, als ob Sie eine Nebenrolle in Ihrer eigenen Geschichte spielen. Die Gefahr besteht nicht nur darin, den Bezug zu Ihren Interessen und Wünschen zu verlieren, es geht auch darum, die Fähigkeit zu verlieren, gesunde Grenzen zu setzen und für sich selbst einzutreten. Wenn Sie nicht im Einklang mit Ihren eigenen Bedürfnissen sind, wie können Sie sie dann effektiv anderen mitteilen? Denken Sie daran, ein starkes Selbstbewusstsein zu haben, ist nicht egoistisch. Es ist notwendig für gesunde Beziehungen und persönliches Wohlbefinden. Es ermöglicht Ihnen, Ihr authentisches Selbst in Ihre Interaktionen einzubringen, wodurch diese echter und erfüllender werden. Wie bewahren Sie Ihre Identität, während Sie dennoch freundlich bleiben? Es beginnt mit Selbstbewusstsein. Nehmen Sie sich Zeit, um sich wieder mit Ihren Interessen, Meinungen und Zielen zu verbinden. Üben Sie, sie auszudrücken, auch in kleinen Dingen. Und vor allem denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, sich manchmal selbst zu priorisieren. Schließlich können Sie nicht aus einer leeren Tasse gießen. Indem Sie Ihr Selbstbewusstsein bewahren, haben Sie mehr zu geben in Ihren Beziehungen und Interaktionen mit anderen. Haben Sie jemals bemerkt, wie übermäßige Freundlichkeit an Ihrem Selbstwertgefühl nagen kann? Es ist ein Paradoxon, das oft übersehen wird. Aber übermäßige Freundlichkeit kann zu einem erheblichen Rückgang des Selbstwertgefühls führen. Wenn Sie ständig die Bedürfnisse anderer über Ihre eigenen stellen, senden Sie eine subtile Botschaft an sich selbst. Ihr Glück ist wichtiger als meines. Mit der Zeit kann diese Denkweise Ihr Selbstwertgefühl erodieren und Sie weniger wertvoll als Individuum fühlen lassen. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie sich besonders bemüht haben, jemandem zu helfen. Haben Sie sich dabei gut gefühlt? Oder hatten Sie das Gefühl, es tun zu müssen, um Ihrer Freundschaft oder Anerkennung würdig zu sein? Hier beginnt oft das Problem. Sie beginnen, Ihren Selbstwert daran zu binden, wie viel Sie für andere tun können, anstatt sich selbst für das zu schätzen, was Sie sind. Dieses Muster führt oft dazu, dass Sie Dinge tun, die Sie nicht tun wollen, eine Behandlung akzeptieren, die Sie nicht verdienen, oder in Situationen bleiben, die Sie unglücklich machen. Alles, weil Sie sich nicht als wertvoll genug empfinden, um Besseres zu erwarten. Aber hier eine Frage zum Nachdenken. Wenn Sie sich selbst nicht schätzen, wie können Sie erwarten, dass andere Sie schätzen? Dieses niedrige Selbstwertgefühl kann sich auf verschiedene Weisen manifestieren. Sie könnten Schwierigkeiten haben, Komplimente anzunehmen und Ihre Leistungen immer herunterspielen. Es könnte Ihnen schwerfallen, Ihre Meinungen zu äußern, weil Sie glauben, Sie seien nicht so wichtig wie die der anderen. Sie könnten sogar anfangen zu glauben, dass Sie keine guten Dinge im Leben verdienen. Die Ironie ist, dass Sie, indem Sie versuchen, zu allen anderen nett zu sein, am Ende unfreundlich zu sich selbst sind. Sie vernachlässigen Ihre eigenen Bedürfnisse, ignorieren Ihre eigenen Gefühle und übersehen Ihre eigenen Erfolge. Es ist eine Form der Selbstsabotage, die als Tugend getarnt ist. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist ein Perspektivwechsel erforderlich. Es geht darum zu erkennen, dass Ihre Bedürfnisse und Gefühle genauso gültig sind wie die anderer. Es geht darum zu verstehen, dass das Setzen von Grenzen und das gelegentliche Nein, sagen Sie, nicht unfreundlich macht. Es macht Sie menschlich. Fangen Sie klein an. Üben Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse anzuerkennen. Feiern Sie Ihre Erfolge, egal wie gering sie erscheinen mögen. Und vor allem, behandeln Sie sich selbst mit der gleichen Freundlichkeit, die Sie so bereitwillig anderen entgegenbringen. Warum finden sich übermäßig freundliche Menschen oft in schädlichen Beziehungen wieder? Es ist eine Frage, die das Herz eines ernsten Problems trifft, mit dem viele konfrontiert sind, ohne es zu merken. Wenn Sie übermäßig freundlich sind,
werden sie zu einem Magneten für Menschen, die nur allzu bereit sind, ihre Gutmütigkeit auszunutzen. Diese Menschen haben oft ein geschultes Auge dafür, diejenigen zu erkennen, die Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen oder die immer andere an die erste Stelle setzen. Bevor sie es merken, sind sie in einer toxischen Beziehung gefangen und fragen sich, wie es dazu kommen konnte. Diese schädlichen Beziehungen beschränken sich nicht nur auf romantische Partnerschaften. Sie können Freundschaften, familiäre Beziehungen oder sogar Arbeitsbeziehungen sein. Der gemeinsame Faden ist ein Ungleichgewicht, bei dem eine Person ständig nimmt, während die andere gibt. In solchen Situationen wird ihre Freundlichkeit zu einem Werkzeug der Manipulation. Die andere Person könnte sie durch Schuldgefühle dazu bringen, Dinge zu tun, die ihnen unangenehm sind, oder ihre Bereitschaft zur Vergebung ausnutzen. Sie überschreiten Grenzen in dem Wissen, dass sie wahrscheinlich nicht zurückstoßen. Aber fragen Sie sich, ist eine Beziehung wirklich gesund, wenn Sie ständig Ihr Wohlbefinden für das des anderen opfern? Das Gefährliche an diesen toxischen Beziehungen ist, dass sie jahrelang bestehen bleiben können. Ihre freundliche Natur macht sie eher geneigt, Ausreden für das Verhalten der anderen Person zu finden oder sich selbst die Schuld für Probleme in der Beziehung zu geben. Sie könnten denken, wenn ich nur freundlicher, verständnisvoller, geduldiger wäre, würden sich die Dinge verbessern. Aber die harte Wahrheit ist, dass keine noch so große Freundlichkeit eine von Grund auf unausgeglichene Beziehung reparieren kann. Noch schlimmer ist, dass diese toxischen Beziehungen sie daran hindern können, gesunde Beziehungen zu formen. Sie gewöhnen sich so sehr daran zu geben, ohne zu empfangen, dass sie sich in Beziehungen, in denen es echte Gegenseitigkeit gibt, unwohl fühlen könnten. Sich von toxischen Beziehungen zu befreien, ist nicht einfach, besonders für gutmütige Menschen. Es erfordert, den eigenen Wert zu erkennen und zu verstehen, dass echte Beziehungen aus Geben und Nehmen bestehen. Es bedeutet, Grenzen zu setzen und an ihnen festzuhalten, auch wenn es unbequem ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Beenden oder Verändern einer toxischen Beziehung sie nicht unfreundlich macht. Im Gegenteil, es ist ein Akt der Freundlichkeit gegenüber sich selbst und oft langfristig auch gegenüber der anderen Person. Wie viel Last kann eine Person tragen, bevor sie unter dem Druck zusammenbricht? Für diejenigen, die übermäßig freundlich sind, ist diese Frage nicht nur rhetorisch, sie ist ein täglicher Kampf. Wenn sie immer bereit sind zu helfen, übernehmen sie oft weit mehr Verantwortung, als sie sollten. Es beginnt harmlos genug. Vielleicht bieten sie an, die Schicht eines Kollegen zu übernehmen. Oder sie melden sich freiwillig, um das Familientreffen zu organisieren. Aber bald finden sie sich in einem Meer von Verpflichtungen wieder, von denen viele nicht einmal ihre eigenen sind. Diese Neigung, zu viel zu übernehmen, entspringt einem echten Wunsch zu helfen, gepaart mit der Schwierigkeit, Nein zu sagen. Sie sehen ein Bedürfnis und ihr erster Instinkt ist es, es zu erfüllen, unabhängig von ihrer eigenen Kapazität oder ihren Grenzen. Aber hier liegt der Kern der Sache. Helfen Sie wirklich, wenn Sie sich so sehr dehnen, dass Sie nichts mehr gut machen können? Die Folgen dieser Überverpflichtung können gravierend sein. Ihre eigene Arbeit leidet, während Sie versuchen, mit den zusätzlichen Aufgaben Schritt zu halten, die Sie übernommen haben. Ihr Privatleben leidet, da Sie immer weniger freie Zeit haben. Stress wird Ihr ständiger Begleiter und Burnout lauert um die Ecke. Was noch schlimmer ist, ist, dass dieses Verhalten einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Je mehr Sie tun, desto mehr erwarten andere von Ihnen. Sie merken möglicherweise nicht einmal, dass Sie zu viel verlangen, weil Sie immer fähig erschienen, alles zu bewältigen. Aber zu welchem Preis für Ihr eigenes Wohlbefinden? Überlegen Sie mal. Wenn Sie ständig die Brände anderer löschen, wer kümmert sich dann um Ihre eigenen Bedürfnisse? Das ist ein ernüchternder Gedanke, nicht wahr? Diesen Kreislauf zu durchbrechen, erfordert eine Änderung der Denkweise. Es bedeutet zu erkennen, dass Nein sagen kein Versagen der Freundlichkeit ist, sondern eine Notwendigkeit zur Selbstbewahrung. Es geht darum zu verstehen, dass Sie hilfreich sein können, ohne für alles und jeden verantwortlich zu sein. Beginnen Sie damit, Ihre aktuellen Verpflichtungen zu bewerten. Welche entsprechen wirklich Ihren Werten und Fähigkeiten? Welche entziehen Ihnen Energie, ohne viel zurückzugeben? Priorisieren und delegieren zu lernen, ist entscheidend. Zu viel Verantwortung zu übernehmen, ist kein Ehrenzeichen. Es ist ein schneller Weg zu Erschöpfung und Verbitterung. Wahre Freundlichkeit beinhaltet auch,
freundlich zu sich selbst zu sein. Und das bedeutet, seine Grenzen zu kennen und sie zu respektieren. Während wir unsere Erforschung der verborgenen Gefahren übermäßiger Freundlichkeit fortsetzen, stoßen wir auf eine besonders heimtückische Folge: emotionaler Burnout. Dies ist ein Zustand emotionaler, mentaler und oft auch körperlicher Erschöpfung, der durch längere Belastung mit hohen Stresslevels entsteht. Für diejenigen, die übermäßig freundlich sind, resultiert dieser Stress oft daraus, ständig die emotionalen Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen. Emotionaler Burnout geschieht nicht über Nacht. Es ist ein schleichender Prozess, der mit einer Kerze verglichen werden kann, die zu hell und zu lange brennt. Zunächst erhält die Flamme der Freundlichkeit die Welt um sie herum, bringt Wärme und Trost für andere. Doch mit der Zeit, wenn die Anforderungen an diese Freundlichkeit steigen, beginnt die Flamme zu flackern und zu erlöschen. Die Anzeichen emotionalen Burnouts sind anfangs subtil. Sie könnten feststellen, dass sie gereizter sind als sonst oder ein Gefühl der Entfremdung von Situationen empfinden, die sie früher tief berührt haben. Vielleicht beginnen sie, soziale Interaktionen zu fürchten oder fühlen ein Gewicht der Erwartung jedes Mal, wenn jemand sich an sie wendet, um Unterstützung zu erhalten. Physisch kann sich emotionaler Burnout auf verschiedene Weisen manifestieren. Chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen und gestörte Schlafmuster sind häufig. Sie könnten eine ständige Spannung in ihren Schultern spüren oder öfter als sonst seufzen. Dies sind alles Wege, auf die ihr Körper versucht, ihnen zu signalisieren, dass sie überlastet sind. Die eigentliche Gefahr des emotionalen Burnouts liegt in seinem Potenzial, die Einstellung und das Verhalten einer Person grundlegend zu verändern. Menschen, die einst enthusiastisch, freundlich und unterstützend waren, könnten verbittert und zurückgezogen werden. Die Freude, die sie einst am Helfen fanden, verwandelt sich in ein Gefühl der Verpflichtung und des Schreckens. Wie können wir diesen Burnout verhindern? Der Schlüssel liegt darin zu verstehen, dass wahre Freundlichkeit auch bedeutet, freundlich zu sich selbst zu sein. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen der Fürsorge für andere und der Fürsorge für sich selbst zu finden. Das könnte bedeuten, Grenzen zu setzen, zu lernen, Nein zu sagen oder sicherzustellen, dass man Zeit für Selbstpflege und Aktivitäten hat, die die eigenen emotionalen Batterien wieder aufladen. Denken Sie daran, dass Sie nicht aus einer leeren Tasse gießen können. Indem Sie sich um Ihr eigenes emotionales Wohlbefinden kümmern, sind Sie besser gerüstet, um echte, nachhaltige Freundlichkeit anderen gegenüber zu zeigen. Wenn wir die Konsequenzen übermäßiger Freundlichkeit weiter erkunden, stoßen wir auf eine bedeutende Herausforderung: die Schwierigkeit, die eigenen Meinungen auszudrücken. Diese Schwierigkeit resultiert oft aus einer tief verwurzelten Angst vor Konflikten oder davor, andere zu enttäuschen, was häufig dazu führt, dass man die eigene Stimme und Überzeugungen unterdrückt. Für diejenigen, die Freundlichkeit über alles stellen, kann das Teilen einer gegenteiligen Meinung wie ein Akt der Aggression erscheinen. Sie sorgen sich, dass eine Meinungsverschiedenheit jemandes Gefühle verletzen oder eine Beziehung beschädigen könnte. Infolgedessen finden sie sich oft nickend oder schweigend wieder, selbst wenn sie wertvolle Einsichten zu bieten haben. Diese Zurückhaltung, Meinungen zu äußern, betrifft nicht nur beiläufige Gespräche. Sie kann weitreichende Auswirkungen auf das persönliche und berufliche Leben haben. Im Berufsleben könnte es bedeuten, dass man weniger qualifizierte Kollegen befördert sieht, weil diese sich besser ausdrücken. In persönlichen Beziehungen kann es zu einem Gefühl der Unsichtbarkeit führen, bei dem die eigenen Vorlieben und Wünsche ständig übersehen werden. Mit der Zeit kann diese Gewohnheit, Meinungen zu unterdrücken, das Selbstbewusstsein erodieren. Man könnte beginnen, den Wert der eigenen Gedanken und Ideen zu bezweifeln. Der innere Dialog wird zu einem ständigen Strom des Zweifels. Ist meine Meinung wirklich wert, geteilt zu werden? Was, wenn ich mich irre? Was, wenn Sie nicht mögen, was ich zu sagen habe? Aber überlegen Sie mal, wenn Sie nie Ihre wahren Gedanken äußern, wie können Sie dann echte Verbindungen zu anderen aufbauen? Authentische Beziehungen basieren auf ehrlicher Kommunikation, nicht nur auf Zustimmung um des Friedens willen. Darüber hinaus berauben Sie andere Ihrer einzigartigen Perspektive, wenn Sie Ihre Meinungen zurückhalten. Ihre Ideen und Ansichten sind wertvoll. Sie sind geprägt von Erfahrungen und Einsichten, die sonst niemand besitzt. Das Lernen, Meinungen auszudrücken, bedeutet nicht, konfrontativ oder unfreundlich zu werden. Es geht darum,
ein Gleichgewicht zwischen Rücksichtnahme auf andere und Treue zu sich selbst zu finden. Es ist möglich, seine Gedanken respektvoll und freundlich zu teilen, selbst wenn sie von denen der anderen abweichen. Die Entwicklung dieser Fähigkeit ist ein schrittweiser Prozess. Es erfordert, den Wert der eigenen Stimme zu erkennen und zu verstehen, dass das Äußern von Meinungen nicht inhärent unfreundlich ist. Mit Übung wird es natürlicher und weniger angstbeladen, seine Gedanken zu äußern, was zu authentischeren Beziehungen und einem stärkeren Selbstbewusstsein führt. Übermäßige Freundlichkeit geht oft mit einer erhöhten emotionalen Verletzlichkeit einher. Diese Sensibilität, die in vielerlei Hinsicht eine Stärke ist, kann, wenn sie ins Extreme getrieben wird, zu einem zweischneidigen Schwert werden. Übermäßig freundliche Menschen neigen dazu, die Emotionen anderer stärker wahrzunehmen. Sie erfassen schnell subtile Hinweise und werden stark von den Stimmungen und Gefühlen der Menschen um sie herum beeinflusst. Während diese Empathie starke Verbindungen fördern kann, macht sie auch anfälliger für emotionale Verletzungen. Stellen Sie sich emotionale Verletzlichkeit wie ein fein abgestimmtes Instrument vor. Es ermöglicht wunderschöne, nuancierte Aufführungen, ist aber auch leichter durch äußere Einflüsse aus dem Gleichgewicht zu bringen. In ähnlicher Weise erleben emotional verletzliche Menschen sowohl Freuden als auch Kummer intensiver. Diese erhöhte Sensibilität kann zu einer Reihe von Herausforderungen führen. Zum einen könnten übermäßig freundliche Menschen von den emotionalen Zuständen anderer überwältigt werden. Sie könnten den Stress, die Angst oder die Traurigkeit von Freunden und Familie absorbieren und diese Lasten tragen, als wären es ihre eigenen. Zudem können ihre eigenen Emotionen leicht verletzt werden. Eine beiläufige Bemerkung oder eine unabsichtliche Kränkung, die andere vielleicht abtun, kann tief schneiden. Dies kann zu häufigem emotionalem Leid führen, selbst in Situationen, in denen kein Schaden beabsichtigt war. Aber fragen Sie sich, macht emotionale Verletzlichkeit einen schwach oder macht sie einen menschlich? Die Wahrheit ist, dass Verletzlichkeit ein wesentlicher Bestandteil authentischer Verbindungen und persönlicher Entwicklung ist. Allerdings kann sie in Verbindung mit übermäßiger Freundlichkeit dazu führen, dass man sich roh und ausgesetzt fühlt. Der Schlüssel liegt darin, emotionale Resilienz neben der Freundlichkeit zu entwickeln. Das bedeutet nicht, Mauern zu bauen oder weniger fürsorglich zu werden. Es geht darum zu lernen, Emotionen auf gesunde Weise zu verarbeiten, Grenzen zu setzen und zu erkennen, dass man nicht für das Management der Gefühle aller anderen verantwortlich ist. Es ist auch wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die ihre sensible Natur schätzen und respektieren, anstatt sie auszunutzen. Der Aufbau eines Unterstützungsnetzes von Menschen, die ihre emotionale Tiefe verstehen und schätzen, kann einen sicheren Raum bieten, in dem ihre Freundlichkeit gedeihen kann. Indem sie emotionale Verletzlichkeit mit Selbstschutz ausbalancieren, können sie die Kraft ihrer Sensibilität nutzen und gleichzeitig ihr eigenes emotionales Wohlbefinden schützen. Stellen Sie sich eine weniger begangene Straße vor, voller potenzieller Abenteuer und Wachstum. Nun stellen Sie sich vor, ständig zur Seite zu treten und andere diesen Weg gehen zu lassen, während Sie auf dem viel begangenen Pfad bleiben. Dies ist die Realität für viele, die übermäßig freundlich sind und oft wertvolle Gelegenheiten verpassen, aufgrund ihrer selbstlosen Natur. Das Problem liegt in der Tendenz, die Bedürfnisse und das Wohlbefinden anderer über die eigenen Ziele und das eigene Wachstum zu stellen. Es ist eine subtile Form der Selbstsabotage, maskiert als Tugend. Stellen Sie sich ein Szenario am Arbeitsplatz vor. Eine Beförderung wird verfügbar. Die übermäßig freundliche Person könnte zögern, sich zu bewerben und denken, mein Kollege braucht das mehr als ich. Oder ich möchte andere nicht enttäuschen, indem ich gegen sie antrete. Diese selbstaufopfernde Einstellung, die scheinbar edel ist, kann zu Stillstand in der eigenen Karriere und persönlichen Entwicklung führen. Dieses Muster wiederholt sich in verschiedenen Lebensbereichen. In sozialen Situationen könnte eine übermäßig freundliche Person immer den Vorlieben anderer nachgeben und niemals eigene Ideen für Aktivitäten oder Ausflüge vorschlagen. In Beziehungen könnten sie ständig die Wünsche des Partners über die eigenen stellen und ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche vernachlässigen. Mit der Zeit kann diese Gewohnheit, zur Seite zu treten, zu einem Leben führen, das das eigene wahre Potenzial oder die eigenen Wünsche nicht widerspiegelt. Es ist, als ob sie ihr eigenes Leben von der Seitenlinie aus beobachten und Gelegenheiten vorbeigehen sehen, ohne jemals danach zu greifen.
Aber hier eine entscheidende Frage. Ist es wirklich freundlich, der Welt ihr volles Potenzial und ihre Beiträge vorzuenthalten? Die Ironie ist, dass sie, indem sie ständig andere vor sich selbst stellen, sie möglicherweise daran hindern, ihre vollen Fähigkeiten zu erleben. Ihre einzigartigen Fähigkeiten, Ideen und Perspektiven könnten genau das sein, was benötigt wird, um Probleme zu lösen, Veränderungen zu inspirieren oder etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Zu lernen, Gelegenheiten zu ergreifen, bedeutet nicht, egoistisch zu werden. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Freundlichkeit gegenüber anderen und Freundlichkeit gegenüber sich selbst zu finden. Es beinhaltet zu erkennen, dass ihr Wachstum und Erfolg sich positiv auf diejenigen um sie herum auswirken können. Fangen Sie an, indem Sie Ihre Wünsche und Ambitionen anerkennen. Geben Sie sich die Erlaubnis, sie zu verfolgen. Denken Sie daran, dass das Ergreifen von Gelegenheiten nicht bedeutet, dass Sie sie anderen wegnehmen. Oft kann Ihr Erfolg neue Gelegenheiten für diejenigen um Sie herum schaffen. Die letzte Konsequenz übermäßiger Freundlichkeit, die wir untersuchen werden, ist vielleicht die alarmierendste: Ihre Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Während Freundlichkeit allgemein mit positivem Wohlbefinden in Verbindung gebracht wird, kann sie in extremen Fällen zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, die oft übersehen werden. Chronischer Stress ist ein häufiges Leiden bei übermäßig freundlichen Menschen. Der ständige Druck, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, gekoppelt mit der Unfähigkeit, Nein zu sagen, kann den Körper in einem dauerhaften Zustand von Kampf oder Flucht halten. Diese verlängerte Stressreaktion kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, darunter Bluthochdruck, ein geschwächtes Immunsystem und ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten. Schlafstörungen sind ein weiteres häufiges Problem. Viele übermäßig freundliche Menschen finden sich nachts wachliegend wieder, Gespräche wiederholend und sich Sorgen um die Probleme anderer machend. Dieser Mangel an qualitativem Schlaf kann zu Müdigkeit, verminderter kognitiver Funktion und Stimmungsschwankungen führen. Die Vernachlässigung der Selbstpflege ist ein wesentlicher Faktor bei diesen Gesundheitsproblemen. Wenn Sie ständig auf andere fokussiert sind, ist es leicht, Mahlzeiten auszulassen, auf Bewegung zu verzichten oder Arzttermine zu verschieben. Diese Selbstvernachlässigung kann zu schlechter Ernährung, Gewichtszunahme oder Verlust und verspäteter Diagnose potenzieller Gesundheitsprobleme führen. Burnout, ein Zustand körperlicher und emotionaler Erschöpfung, ist ebenfalls häufig bei übermäßig freundlichen Menschen. Er kann sich als chronische Müdigkeit, verminderte Motivation und sogar Depression manifestieren. In schweren Fällen kann er zu einem vollständigen Zusammenbruch führen, der die Betroffenen zwingt, sich von beruflichen und sozialen Verpflichtungen zurückzuziehen. Haben Sie jemals bemerkt, wie oft freundliche Menschen nach einer intensiven Phase der Fürsorge oder des Stresses krank werden? Das ist kein Zufall. Es ist der Weg des Körpers, sie zur Ruhe und Erholung zu zwingen. Interessanterweise kann der bloße Akt des Nein-Sagens und das Setzen von Grenzen positive gesundheitliche Auswirkungen haben. Es reduziert Stress, ermöglicht bessere Selbstpflege und kann sogar das Immunsystem stärken. Das Erlernen eines Gleichgewichts zwischen Freundlichkeit und Selbstbewahrung ist nicht nur psychologisch vorteilhaft. Es ist ein entscheidender Aspekt zur Erhaltung der körperlichen Gesundheit. Denken Sie daran, dass Sie nicht aus einer leeren Tasse gießen können. Sich um Ihre Gesundheit zu kümmern, ist nicht egoistisch. Es ist notwendig. Indem Sie Ihr Wohlbefinden bewahren, stellen Sie sicher, dass Sie weiterhin in einer nachhaltigen, gesunden Weise für andere da sein können. Während wir unsere Erforschung der verborgenen Gefahren übermäßiger Freundlichkeit abschließen, ist es wichtig, über die gewonnenen Erkenntnisse nachzudenken. Wir sind durch 10 bedeutende Konsequenzen gereist, von der Ausnutzung bis hin zu ernsthaften Gesundheitsproblemen. Jede dieser Herausforderungen hebt ein gemeinsames Thema hervor: die Wichtigkeit des Gleichgewichts in unserem Ansatz zur Freundlichkeit. Freundlich zu sein ist zweifellos eine Tugend, die die Welt zu einem besseren Ort macht. Wie wir jedoch gesehen haben, kann übermäßige Freundlichkeit zu einer Vielzahl persönlicher und zwischenmenschlicher Herausforderungen führen. Die zentrale Erkenntnis besteht nicht darin, aufzuhören, freundlich zu sein, sondern Freundlichkeit auf eine Weise zu praktizieren, die für alle Beteiligten, einschließlich Ihnen selbst, nachhaltig und gesund ist. Wo gehen wir also von hier aus hin? Wie können wir unsere Freundlichkeit bewahren,
während wir diese Fallstricke vermeiden? Die Antwort liegt darin, einen ausgewogenen Ansatz zur Freundlichkeit zu entwickeln. Dies bedeutet, gesunde Grenzen zu setzen, zu lernen, wann es notwendig ist, Nein zu sagen und zu erkennen, dass ihre Bedürfnisse genauso gültig sind wie die anderer. Es geht darum zu verstehen, dass wahre Freundlichkeit auch bedeutet, freundlich zu sich selbst zu sein. Beginnen Sie damit, auf Ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten. Sind Sie ständig erschöpft? Fühlen Sie sich ausgenutzt oder ausgenutzt? Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass Ihre Freundlichkeit ins Extreme geraten ist. Nutzen Sie diese Gefühle als Hinweise, um Ihr Verhalten neu zu bewerten und anzupassen. Lernen Sie, Selbstpflege zu priorisieren. Das ist nicht egoistisch, es ist essentiell. Indem Sie sich um Ihr eigenes körperliches und emotionales Wohlbefinden kümmern, haben Sie auf lange Sicht mehr zu geben. Üben Sie sich in Durchsetzungsvermögen. Denken Sie daran, dass Sie gleichzeitig freundlich und durchsetzungsfähig sein können. Das Ausdrücken Ihrer eigenen Bedürfnisse und Meinungen negiert Ihre Freundlichkeit nicht. Es macht Ihre Beziehungen authentischer und ausgewogener. Letztendlich geht es darum, den süßen Punkt zu finden, an dem Ihre Freundlichkeit Ihr Leben und das Leben der Menschen um Sie herum bereichert, ohne auf Kosten Ihres eigenen Wohlbefindens zu gehen. Indem Sie dies tun, vermeiden Sie nicht nur die besprochenen Fallstricke, sondern setzen auch ein Beispiel für gesunde, nachhaltige Freundlichkeit, dem andere folgen können.